Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Reutlingen unter anderem das Rathaus mit großen roten Hakenkreuzen beschmiert. Betroffen waren die Fassade, die Eingangstüren und Schaukästen am Reutlinger Rathaus. Die Polizei Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.